Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß! Moment, sagen unsere... Die Tiermotive waren für Lili tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lili nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Moment, geh nochmal unten hin. Weil unten hatten wir ja hier ein bisschen was. So, das ist ein Grizzlybär, Hirsch und ein Stachelschwein. Das Stachelschwein ist, glaube ich, die Müdigkeit, oder? Schläfrigkeit. Ich kann mir das nicht angucken. Shit. Lass mich allein! Ich bin durch. Nee. Alles klar. Ja, okay. Hätte ich mir das mal gemerkt. Okay, sie ist noch nicht fertig. Okay, aber der Hirsch war heroisch, das weiß ich noch. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Okay. Dann nehme ich mal den Bär als Stärke. So, heroische Taten immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Also heroisch gleich nicht traurig. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Also ist Wut keine Stärke. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Also Kokosnuss keine Schläfrigkeit. Aber das kann ja auch dann keine Stärke sein, sondern heroisch. Also ist Banane schläfrig. So. Würde ich das mal sagen jetzt. So, der Bär ist schläfrig. Ne, der Bär ist die Stärke, ne? Genau. Und Apfel war ja Stärke, genau. Jetzt muss ich nur noch die Emotion herausfinden. So, der Apfel war welche Emotion? Der Apfel war nicht traurig. Aber was habe ich hier denn noch aufgeschrieben? Heroisch auch nicht traurig. Wütend keine Stärke, genau. Kokosnuss nicht schläfrig. Banane ist nicht fröhlich. Moment, ich höre mir das nochmal an. Ah, oh, ja, dieses Rätsel, ne? Ich kriege ja zu viel bei dem Rätsel. Hm? Kennen? Aha. Du willst das Gericht nehmen? An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, Ich nehme das jetzt, Apfel ist wütend. Apfel ist wütend, weil er war nicht, also, ne, nicht fröhlich über einen Apfel und auch nicht, ne, wisst ihr Bescheid. So, er war aber auch nicht wütend über eine Banane. Ja, das kann ja auch gar nicht mehr sein. Was habe ich noch? Kokosnuss ist gleich traurig, ne? Ja. Aber er war auch nicht fröhlich über eine... Nee, warte mal, das kommt ja gar nicht hin. Wenn er nicht fröhlich über eine Banane war, sondern war traurig über eine Banane. Aber nee, die Kokosnuss ist ja schon traurig. Hä? Warte, was? Weder fröhlich über eine über einen Apfel? Dieses Rätsel, ey. Was? Kennen? Aha. Diese Rätsel. Du willst die Hinweise noch einmal? Das ich nämlich auch. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Nicht fröhlich über eine Kokosnuss. Du musst herausfinden, welche drei Sachen er an dem Tag hatte. Die roten X-Zeichen sollen anzeigen, was er an dem Tag hatte.
Der Bär ist stark, der Hirsch heroisch und das Stachelschwein schläfrig. Ja, das... Warte, nein, die roten sollen... Die roten X'e sollen anzeigen, was er an dem Tag hatte? Was er nicht hatte, oder nicht? Warte mal, achso, er war nicht fröhlich über eine Banane. Nee, warte mal. Ja, genau, ich weiß. Jedem Obst ist nur eine Einstellung zugeordnet. Das weiß ich auch. Aber Apfel heißt ja nicht traurig, ne? Er war auch nicht fröhlich über einen Apfel, also war traurig. Wütend über einen Apfel. Warte mal, ich mach das nochmal so. Was hatte ich noch? Apfel ist Stärke. Aber der Bär hat... Also die Stärke ist definitiv nicht wütend. Also kann er ja auch nicht... Er war doch fröhlich über einen Apfel. Also ist Bär das... Dann war traurig der... Das Stachelschwein. Das Stachelschwein... ist Banane. Also ist traurig Banane und wütend das... Wieder ein Lag. Ein Spiel zumindest, Lag. Ja! Weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Achso, ja. Er ist doch das, was wir eben auch schon bekommen haben. Das hat er uns doch eben schon gesagt. Okay, warum haben wir das jetzt nochmal bekommen, obwohl er es uns schon einmal gesagt hat? Na gut. Er war nicht fröhlich über einen Apfel. Aber auch nicht wütend über eine Banane. Achso, ja, das kommt dann später, wenn wir... Ich brauche nur erstmal die ganzen Masken, also von daher... Alles klar, hey, kann ich jetzt... Das ist... Nein, kann ich nicht. Schade. Aber wir haben das Rätsel. Nice, Leute. Schön. Immerhin etwas. Kann Birgit mal fertig werden? Ich hätte gern das Poster-Dinger. Kann ich denn eigentlich mit dem Alkohol machen? Die Flüssigkeit roch wie Doris aus dem Mund. Oder wie der Tankstöpsel des Rasenmähers, mit dem Lilly so gerne spielte. Ja, geil. Okay. So, wie können wir denn das alles machen? Können wir zur Kapelle? In der Kapelle können wir erstmal auch nichts machen, ne? Wir müssen ja erstmal den Greis daran erinnern, was er alles getan hat. Beziehungsweise, was, ne? Wisst ihr Bescheid? Aber dafür... Haben wir hier eigentlich noch was? Wir könnten den Beichtstuhl betreten, damit Frank abhaut. Das bringt uns auch noch nichts. Ne, damit er wiederkommt, ne? Ja. Das bringt uns ja nichts. Das war der erste Teil des Rätsels. Ja, das weiß ich. Wir müssen dann noch die Figuren aufstellen. Ich habe das Spiel ja schon einmal durchgespielt, aber ich erinnere mich halt so gut wie an gar nichts. Können wir dir vielleicht Alkohol geben? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Shawnee schien nicht in Lilly muss. Okay. Moment, ich wage mich zu erinnern. Ich gehe nochmal hoch in das Büro der Oberin. Also, bitte hochgehen, Lilly. Ich erinnere mich also so gut wie gar nicht an das Spiel. Ein bisschen was weiß ich noch. Ich weiß noch, dass da unten ein Clown auftaucht und, ne? Und dass wir hier halt die Masken brauchen, aber ich glaube, dafür brauchen wir die Haarnadel. War das nicht die Haarnadel, die wir brauchten? Ich glaube schon. Um dann, Schrauben zu lösen, oder? War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr genau. Konnten wir hier nicht aus dem Fenster gucken? Nee, wie es aussieht, nicht. Futternapf und Lumpi.
Nee, der mussten wir auch was zu essen Lily geben. Lily wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Alles klar, aber hier aus dem Fenster gucken konnten wir doch nicht. Also wir mussten halt Shawny beeindrucken, damit, dass wir halt, ne, tough sind und halt auf Spatzen schießen mit einer Schleuder, soweit ich weiß. Aber das können wir noch nicht machen. Da können wir nochmal mit Shawny reden, dadurch, dass wir jetzt den Sprengzünder haben, vielleicht sagt er ja was zu dem Sprengzünder, oder können wir den Sprengzünder als Thema wählen? Weiß es nicht. Sagt er jetzt nochmal was. Wer kommt denn da und wenn das? Hau ab, oder? Nee. Also, wenn du mich beeindrucken willst, dann musst du schon mehr auf dem Kasten haben. Du traust dich ja noch nicht einmal auf Spatzen zu schießen. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Mir fehlt ja nur noch die Maske. Ja, ich weiß. Ich weiß, mir fehlt nur noch die Maske, aber da, ja, die muss ich ja da abschrauben. Ich hab die Hake leider auch nicht mehr, sonst hätte ich hier noch das eine Achievement gemacht, weil es gibt ein Achievement dafür, dass man hierzu sehr häufig diese Blätter wegschniebelt. Aber gut. Ich meine mich zu erinnern, dass wir... Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Andererseits wollte Lily ihn noch gar nicht loswerden. Ah, okay. Ja, also da müssen wir den Sprengkopf, glaube ich, später reinmachen. War das nicht so? Ich glaube, ja. Ich bin der Meinung, das war so. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Sollte aufhören, mit diesem Stift rumzuspielen. So. Moment! Shibuya Riot Ching Ching! Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Sie sieht nicht glücklicher aus als vorher. Bei der Quelle von Gugu Oshima! Riot Girl Rules! Ching! Ching! Immer noch kein Effekt. Ich wette, es ist die Schuld von diesem Schulrabauken. Wir hassen sie! Genau! Die sind genauso schlimm wie die Obrigkeit. Oder die dunklen Mächte. Oder das Finanzsystem. Nieder mit den dunklen Mächten. Wir sollten alle in einem großen Inferno untergehen. Ihr habt komische Gedanken. Ja, die Idee hatte ich nämlich auch gerade. Chris. Aber das ist zu spoilerhaft. Nur so nebenbei. Weil das ein direkter Tipp ist, genau was ich machen soll. Umschreibt das irgendwie so. Sprich in Rätseln, sag ich mal. Damit ich halt als... ne, Spieler auch noch so trotzdem was zu rätseln habe, damit ich auf die Lösung komme, wie es weitergeht. Sag ich mal. Schau dir ihr Gesicht an. Typisch. Wir sind ihr wohl zu extrem. Sind wir ja auch. Genau wie Riot Girl. Riot Girl rules. Ching. Ching. Und wehe, du sagst jetzt, Ching. Du hast noch nie ein Riot Girl Anime gesehen. Oder ein Riot Girl Manga gelesen. Puh. Dachte schon. Riot Girl ist nämlich voll shiny. Nieder mit voll den dunklen Bumbo. Mächten! Und Riot Girl kämpft vor allem total gegen die Gesellschaft. Darum kämpfen wir auch total gegen die Gesellschaft. Riot Girl ist nämlich voll cool. Und darum müssen wir die Gesellschaft zerstören. Du kannst uns gerne dabei helfen. Nieder mit den dunklen Mächten! Okay. Ja. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Das ist ja ein echter Sprengzünder. Und der ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Zuka. Schnell. Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Bist du denn? Warte. Ich weiß. Ja, so wäre ein gutes Rätsel gewesen. Das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lily. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steh doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Okay. Weißt du, die wollten die Schule abfackeln.
bringen wir denen eine Bombe, ne? Damit die Schule wegsprengen können, aber nein. Also das Kloster, aber nein. Sind sie auch nicht zufrieden, ey. Boah. Die sind voll ungumbo. Find uns voll gumbo. Also so in etwa, Chris, ja. Das ist... Vielleicht noch ein bisschen anders, weil nimm das Objekt. Aber doch das geht eigentlich. Das war kann der so perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Ja. Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lilly? Lilly? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Huh. Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Wo ist Memphis hin? Wahrscheinlich wieder auf sein Zimmer. Eine Runde schlafen oder so. Kann natürlich sein, ne? So, wir haben jetzt... Die Haarspange. Das heißt, wir können jetzt hinaufgehen und uns die Masken holen. Würde ich meinen. Zack. Und erstmal die wütende Maske. Perfekt. Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Yeah. Maske 1. Maske 2. Maske 3. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir das Rätsel. Irgendwie. So, er war nicht fröhlich über einen Apfel, ne? Das heißt, es steht auf jeden Fall auch kein Bär. Definitiv nicht. Aber er war auch nicht wütend über eine Banane. Und auch nicht traurig über eine Banane. Also kann er nur fröhlich über eine Banane gewesen sein, theoretisch. Aber das passt ja nicht, also... Muss er wütend und Kokosnuss da haben? Würde ich meinen. Nicht traurig, nein. Wütend. Kokosnuss. Und so wütend war heroisch, ne? Ja, genau. Hirsch. Kennen wir? Aha. Warte mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Wolltest Zum du, Glück ja? habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Gedächtnisstütze, genau. Achievement. Jetzt fällt es mir wieder ein. An dem Tag war ich besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt. Als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen, sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe, inklusive der Bedeutung der geheimen Templersymbole auf den Bodenplatten. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte damals? Muss ich dir unbedingt mal erzählen. Du hast ein sehr gutes Gedächtnis, alter Mann. Jetzt sind die anderen Sachen auch alle weg. Hey, das... schade, okay, da können wir noch nicht ran. Allerdings... Moment, ist Birgit fertig? Nein, oh Mann, komm schon, Birgit. Mach mal schneller. Du bist doch so super in diesem Job, sag ich mal.
Kannst du das auch mal ein bisschen schneller fertig machen, oder? Mensch. Das geht auch nicht. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.